So, vor vollem Haus, letzter Vortrag. Ich bin sehr gespannt, wie interessiert das Thema. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, dass das jetzt für alle okay ist, wenn es auf Deutsch geht, weil sofern niemand englischsprachig da ist, dann wird man das ändern. Aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, machen wir das einfach auf Deutsch. Das ist für mich einfacher und für alle Deutsch-Muttersprachler hier wahrscheinlich auch. Okay, schön, dass Sie alle noch dahergefunden haben, trotz schönem Wetter und trotz letztem Vortrag. Also, worum geht es um diesen letzten Vortrag dieser Konferenz dieses Jahres in diesem Raum? Und drüben ist ja noch einer. Es geht, jetzt muss ich mal schauen, das Ding habe ich mir kürzlich erst gekauft, ob ich damit zur Rande komme. Es geht um virtuelle Server-Hosting mit KVM. Es geht um eine Storage-Network-Infrastructure und es geht außerdem ein bisschen auch um Ethernet. In der Ankündigung stand drin, dass das Ops-Services-Team von SUSE Linux Products ein Projekt gemacht hat. Und da wollte ich jetzt ganz kurz einen Ton drüber verlieren oder ein, zwei Worte. Wer ist eigentlich dieses Ops-Services-Team? Hier nur eine kurze tabellarische Übersicht, was noch alles vor uns steht. Das wird dann mit der Zeit weniger. Das Ops-Services-Team, das ist eigentlich sowas wie ein Swiss Army Knife innerhalb der SUSE. Swiss Army Knife deswegen, es ist nicht allzu groß, nicht so umfangreich, aber wenn man irgendeine Aufgabe hat, die man erledigt haben möchte, dann ist es recht wahrscheinlich, dass man das damit auch wirklich kann. So, was haben wir denn alles? Das Ops-Services-Team. Wir sind zwar nicht wirklich Rechenzentrum für Attachmate, sondern nur für die Business Unit, aber hier sind wir doch relativ eigenständig und machen relativ viel und haben ein kleines bisschen was Ähnliches wie ein Datacenter schon vorhanden. Storage, das wir verwalten in dem Ops-Services-Team, sind etwa 180 Terabyte an SAN-Storage. Das ist unterschiedliche Serviceklassen. Das ist NetApps, das sind Infotrends, das ist .hill. Es gibt auch noch ein paar andere, die jetzt hier keine Rolle spielen. Dann historisch oder seit vielen Jahren inzwischen verwenden wir Fiber-Channel-Netzwerke. An Servern betreiben wir als Dienstleister für diese Business Unit etwa 150 Server mit sehr vielen verschiedenen Architekturen. Das Ganze geht los mit ARM-Architekturen, die wir auch betreuen, teilweise intern, und hört auf A nach Z bei Z-Series Mainframes. Das ist sogar mein spezifisches Thema, normalerweise neben der Virtualisierung innerhalb des Teams. Wir sind im Team 10 Leute und von den Services, die wir betreiben, dazu gehört sowas wie Autobuild, gehört dazu Backup, dazu gehört Datenbanken. Wir machen Hardware-Geschichten, wenn mal was anfällt, auch Ordering, reparieren. Wir machen Monitoring mit Nagios. Ansonsten Storage natürlich, Storage mit Fiber Channel und inzwischen auch mit FCOE. Und Virtualisierung und sowas auch wie VPN, Voice over IP, das ist alles bei diesen 10 Leuten untergebracht. Das hat übrigens einen sehr großen Vorteil, dass wir nur so wenige sind, die das auch nicht einzig immer machen, sondern ein bisschen verteilt. Also wenn ich jetzt hauptspezifisch da bin für Virtualisierung und für Mainframe, dann gibt es daneben noch jemand, der, wenn ich im Urlaub bin, das übernehmen muss. Das hat in diesem Falle, das werden wir noch sehen, einen großen Vorteil, weil Storage und Netzwerk ist bei uns nicht in Teams getrennt. Und das ist eines der größten Hindernisse bei dem Thema FCOE. So, das war das Team. Als wir vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen haben mit diesem Projekt, hatten wir eine Situation, dass wir relativ viele Server so am Rande der Betriebsbereitschaft hatten. Also die waren eigentlich so kurz oder knapp drüber über die Maintenance. Sprich, die liefen gut, liefen problemlos, aber wenn was ausfällt, habe ich ein Problem. Wir haben bereits genau genommen schon 3 verschiedene Virtualisierungslösungen gehabt. Einmal eine interne für Nürnberg, eine interne für Prag und eine, die das OpenSUSE
die OpenSUSE hostet. Also sprich, wenn man hier bei uns auf OpenSUSE irgendwo hingeht, dann ist die Hardware dazu eigentlich eine Xen-Virtualisierungslösung, die redundant ausgelegt ist. Die ist auch von mir gemacht. Habe ich vor einiger Zeit mal einen Vortrag gemacht. Okay, wir hatten außerdem das Problem, dass wir mit Gigabit Ethernet bereits an unsere Grenzen gestoßen sind. Also das war eine Netzwerksaturierung, die wir da hatten. Wir sind an der Stelle nicht, ja, wir haben schon ein bisschen was an Netzwerkverkehr. Ansonsten, wenn irgendwelche Fehler oder Arbeit auf uns zukommt, die von Hardware herkommt, dann sind es im Allgemeinen bei uns, ich weiß nicht, wie es bei anderen geht, kaputte Festplatten, die häufig natürlich auch speziell in dedizierten Servern kaputt gehen und nicht im Storage, wo es ja einfach ist, das auszutauschen. Dann eben alte Server, die keinen Service mehr haben. Dann häufige Fehlerquelle, irgendein Lüfter, der geht kaputt in einem Netzteil und man hat keine redundanten Netzteile, auch nicht schön. Speicherfehler kommen dann ab und zu mal mit der Zeit dazu. So, ein Projekt bei uns. Zumindest ich persönlich halte es immer so, wenn ein Projekt gestartet wird, das erste, was ich mache, ich gebe dem Ding einen Namen. Das hat einen einfachen Hintergrund. Wenn ich dem Ding einen Namen gegeben habe, dann rede ich dann über dieses Projekt mit dem Namen und dann wissen alle, das und das ist gemeint. Und bei uns hat dieses Projekt den Namen Morla bekommen. Morla, das kommt aus der unendlichen Geschichte, ist dort diese alte Schildkröte, diese alte weiße Schildkröte. So. Wir haben also das angefangen und das erste war, ich habe dem Ding einen Namen verpasst damals. Wir haben damals einen Team-Event gemacht in Tschechien und haben dann ungefähr mal rausgesucht, was wir eigentlich so vorhaben und was wir an Bedürfnissen haben, um sowas zu machen. Wir wollten bereits damals, und das haben wir fest für uns so gesagt, nachdem wir auch ein bisschen Erfahrung hatten, konnten wir das ganz gut so vorbereiten. Wir wollen nicht nur die einfachen Server virtualisiert betreiben, sondern auch solche, die wirklich rechnen müssen, die wirklich I.O. brauchen, die wirklich Daten verarbeiten müssen. Dann haben wir außerdem gewollt, nachdem unsere Virtualisierungslösung, die war insofern am Ende, dass die einfach von der Speicherauslastung am Ende war. Und wenn ich nicht mehr genug Speicher habe, um eine neue Maschine zu machen, ja, dann habe ich ein Problem. Wir wollten außerdem unser Netzwerkproblem, unsere Saturierung ein bisschen umgehen. Das hieß so viel wie, ich meine, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann ein Bonding machen oder ich kann zur nächsten Klasse gehen. Bonding hilft nur sehr beschränkt, nur dann, wenn ich es schaffe, die Hauptverkehrsknoten an denselben Switch zu machen. Und es hilft aber dann nicht, wenn das zum Beispiel, wie es bei uns der Fall war, die Hauptverkehre zwischen zwei verschiedenen Serverräumen laufen. Dann habe ich ein Problem. Das ist schwierig. So, Services highly available heißt jetzt nicht als eine Hochverfügbarkeitslösung. Es heißt aber, dass bei uns einer von diesen Virtualisierungsservern ausfallen kann und alle Services werden ohne Beeinträchtigung weiterlaufen. Es heißt auch in dem Fall dann sogar, dass ein zweiter ausfallen kann und alle wichtigen werden weiter betrieben. Im Moment können sogar noch alle. So, die Flexibilität, die wusste man im Endeffekt schon, die hat man natürlich immer bei einer Virtualisierungslösung. Wenn ich irgendwie 10 Maschinen physikalisch hinstelle, dann habe ich keine Flexibilität zu sagen, ich möchte jetzt dort aber 3 CPUs mehr haben oder vielleicht mal irgendwie 2 Gigabyte mehr Speicher, sondern dann bin ich viel mehr festgebunden. Das kann ich bei einer Virtualisierungslösung sehr leicht und sehr einfach machen. So, unsere Erwartungen. Wir haben das durchgerechnet und haben festgestellt, von unseren größeren Servern sind etwa 30 bereits vor 1,5 Jahren klar gewesen, die können wir eigentlich virtualisieren. Haben danach ein bisschen ein Scaling gemacht, ein bisschen ein Sizing, haben festgestellt, so und so viel Speicher werden wir brauchen und so viel CPUs. Und haben uns dann aber festgelegt, dass wir sagen, okay, so 30 bis 40 wollen wir auf jeden Fall laufen lassen können. Netzwerkbandbreite wollten wir auf jeden Fall erhöht haben. Was zum einen schon dadurch geht, dass verschiedene Server, die auf derselben Maschine laufen, natürlich einen relativ hohen Durchsatz haben, aber auch solche, die jetzt direkt verbunden sind, kann ich zum einen mit Bonding machen, aber dann auch eben über so einen 10 Gigabit Switch, dass die relativ schnell miteinander sich unterhalten können. Die Rechenleistung sollte relativ hoch sein, also nicht, wie es häufig ist bei Virtualisierungslösungen, dass ich sehr viele kleine Server laufen lassen kann, die dann trotzdem nichts zu tun haben. Und wir wollten außerdem ganz nebenbei ein bisschen die Verkabelung vereinfachen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben, aber
So ein Netzwerkkabel, wenn kaputt geht, das macht Ärger. Und je mehr ich davon habe, desto mehr Ärger kann ich haben. Und das ist, sind einfach Erfahrungswerte, wenn ich weniger habe, die trotzdem redundant sind, dann sehe ich das rechtzeitig und kann es einfach austauschen. Ja, die Verfügbarkeit sollte dadurch, dass wir einfach den Service haben für diese Geräte dann, beziehungsweise auch dadurch, dass sie neuer sind, geht auch nicht so schnell was kaputt. Interessanter Punkt für unser Management und eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum wir es realisieren konnten, ist, dass wir die Kosten pro Server reduzieren wollten und auch, glaube ich, konnten. Management ist im Allgemeinen zu technischen Themen wenig zugänglich, aber wenn man ihnen sagt, so, ihr zahlt uns jetzt entweder für diese 40 Server 3.500 Euro oder wir machen eine Virtualisierungslösung und ihr kommt mit 2.500 weg, dann werden sie das möglicherweise tun. So, gehen wir über zur Planung. Da kommt gleich eines der wichtigsten Themen. Ich gehe kurz durch diese Folie durch. Als nächstes kommt die dann nochmal. KVM oder Xen. Ein gar nicht so einfaches Thema, wie man meinen sollte. Was wir außerdem von vornherein überlegen mussten, ist, sollen wir Fiber Channel und getrennt und Netzwerk getrennt laufen lassen oder soll man auf Converged Networking gehen, das heißt FCOE und Netzwerk über dasselbe Kabel. Für die Planung war dann außerdem noch wichtig herauszukriegen, wie wir in das existierende Storage Area Network uns integrieren, weil Storage, wenn man extra kauft, ist man mit den Preisen überhaupt ganz woanders und das ist nicht zu machen. Und wir haben dabei herausgefunden, dass es vor etwa anderthalb Jahren gab es zwei Vendors, die tatsächlich FCOE Multiplexing konnten. Da komme ich dann auch noch dazu. Und es gibt eine ganze Reihe von Adapterkartenherstellern, die 10 Gigabit können. CNA ist Converged Network Adapter und heißt so viel wie, sie können mindestens teilweise FCOE Offloading machen. Das heißt, dass die Karte selbst das Auftrennen macht, dass es diese Encapsulation, das Paket, das Fiber-Channel-Paket, das in einem Ethernet-Paket eingebettet ist, ausgepackt wird. In der Karte selber, da hat das Betriebssystem nichts mehr damit zu tun. Und dann haben wir noch verschiedene Connection-Types. Das ist ein interessanter Punkt, weil die sind auch vom Preis her sehr unterschiedlich. Da kommen wir dann nochmal drauf. Das gibt hauptsächlich hier RJ45, Fiber, also Glasfasern oder Molex-Kabel. So, Xen oder KVM. In allen vorherigen Lösungen, und wir hatten drei davon, drei Lösungen, nicht drei Rechner, drei Lösungen, hatten wir bis dato immer Xen verwendet. Xen ist für mich eine Sache, die ich relativ gut kenne und die ich relativ freiweg konfigurieren konnte, wo ich einfach sagen konnte, so und so geht's. Ich habe da auch in den Skripten ein bisschen rumgemacht, wenn es mal dann irgendwie nicht so tut, wie soll, dann das ist alles ganz gut handelbar. Wir haben uns trotzdem für KVM entschieden. Das hat aber keine technischen Gründe. Der Grund, warum wir KVM gemacht haben, oder die Gründe eigentlich, ist zum einen, wir kannten es nicht und konnten eigentlich nicht sagen, es hat, alle Welt sagt, es ist schnell und es ist super und es ist toll. Und ja gut, wir wollten es auch mal ausprobieren. Und es ist zum anderen so, dass jedes Mal, wenn wir was implementieren, finden wir auch Fehler. Und das war genau der Zeitraum, als wir SLS 11 SP2 entwickelt haben, also sprich, es war noch nicht fertig, es war in der Mache. Und wenn man zu dem Zeitraum die Fehler findet, ist immer eine ganz gute Geschichte. So, es ist leider so, dass mit KVM ein paar Features fehlen, die wir unter Xen ganz gerne eingesetzt haben. Zum Beispiel, es gibt unter KVM und LibWirt keine Lösung, wo ich sagen kann, okay, ich habe hier zwei Hosts, ich habe eine virtuelle Maschine, ich starte die hier und ich starte die hier und das hindert mich wer dran. Ich habe kein Locking, das heißt, stimmt nicht ganz. Es gibt eine Lösung, die heißt SAN-Lock. Der SAN-Lock hat einen kleinen Nachteil. Der SAN-Lock, wenn ich einen Restart mache, dann lässt seine ganzen Locks weg. Und wenn er dann wieder startet, dann weiß er, ich sollte jetzt meine Logs halten auf diesen Device. Da greift schon wer drauf zu.
ich kill die mal lieber. Das ist blöd, weil dann sind meine ganzen virtuellen Maschinen weg, die ich vorher irgendwie dort am Laufen hatte. Also sprich, es ist für unsere Zwecke eigentlich nicht so verwendbar. Deswegen, es gibt eine Lösung, aber es ist nicht ganz realitätsnah. So, Converged Networking. Das ist jetzt das, was wir eigentlich tatsächlich gemacht haben. Jetzt, wenn man das sich anschaut, da ist ein Fehler drin. Wir haben nämlich, ich habe es auch nur unten, das ist geklaut von Wikimedia Commons, ist aber unter Creative Commons License, also es sollte zulässig sein. Es ist, wir hatten bisher 8 Gigabit Fiber Channel und nicht nur 4 Gigabit, sprich wir waren schon ein bisschen schneller. Ansonsten kommt es ganz gut hin. Man hat also hier zum Beispiel zweimal gebondete Ethernet und dann hat man hier an die jeweiligen SAN-Switches noch ein Fiber-Channel-Interface. Das sind dann häufig noch zwei verschiedene Fabrics. Bei uns wäre es nur eine redundante einzige Fabrik. Und das Ganze, diese 6 Anschlüsse, die werden ersetzt durch 2. Und das ist natürlich schon deutlich weniger. Also vom Verkabeln her ist es weniger, es ist von dem, was ausfallen kann, weniger. Und um das einfach mal zu verdeutlichen, so sieht es dann aus. Das ist tatsächlich ein Server, der in Betrieb ist. Das ist auch einer, der in Betrieb ist. Man muss jetzt dazu sagen, redundante Netzteile, das eine mit USV, das andere mit allgemeinem Strom normalerweise. Dann haben wir hier eine serielle Konsole, daneben ist ein VGA, dann haben wir ein USB für Tastatur, Maus, da ist ein Service-Prozessor drin. Dann haben wir hier 2 Ethernet, hier 2 Ethernet und hier die Fiber Channel. Das Ganze übersetzt sich hier zu einem Service-Port, der im Übrigen auch Tastatur, Maus, Monitor mit kann. Das können die inzwischen einfach, die neueren. Dann haben wir hier die 2x10 Gigabit Ethernet mit Molex-Kabeln und zwei Netzteile einfach drin. Das ist tatsächlich von der Funktionalität her, von dem, was es bietet, identisch. Okay. Wir hatten also bereits jetzt schon in Betrieb und schon länger, wie wir gerade gesehen haben, auch in dem anderen Server, der hat es auch weiterhin in Betrieb, eine 8 Gigabit Fiber Channel Infrastruktur. Und die wollte man natürlich nicht einfach außer Betrieb nehmen. So ein Fiber Channel Switch kostet Geld, die Storages sowieso. Und Storages gibt es noch gar nicht viele, die FCOE können. Wir haben außerdem verschiedene Storages von den Service-Leveln hier. Wir haben eine NetApp, die für uns die höchste Datensicherheit bringt. Wir haben Infotrends, die billigsten sind und dazwischen irgendwo liegt eine Dothill, die von der Geschwindigkeit her relativ gut ist und von den Kosten her. Alle Storages sind immer redundant angebunden. Bei uns kann jedes Kabel, wenn es nur eines ist, immer ausfallen. Der Theorie nach bleibt die Konnektivität erhalten. So, wir haben also zunächst mal uns dazu entschieden, wir gehen mit 10 Gigabit Ethernet und dann habe ich mich mit unseren Speicherspezialisten unterhalten und die haben gesagt, da gibt es ein tolles neues Feature, das ist FCOE. Und FCOE ist gerade völlig gehypt und das machen eigentlich alle Storage, alle Netzwerk, alle Switch-Hersteller machen das jetzt. Auch die Storages, also jeder, der tut es und es ist tatsächlich so. Die Entwicklung geht sogar noch weiter im Moment. Wir haben bei uns im Hause Leute, die sich damit auskennen, die auch an der Kernel-Entwicklung an der Stelle mit teilnehmen, die von der Infrastruktur her uns dann helfen konnten. Das war alles ein bisschen so ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, wir wollen das versuchen. Aus der Kostensicht, es hängt davon ab, wenn ich ein kleines Datacenter habe, wo ich meinetwegen 5 Rechner habe und dann ein Storage dahinter, dann brauche ich das nicht. Das ist dann sinnlos. Also wenn ich so die Größenordnung, wie wir das hier dann haben, dass man irgendwo 40 Server hat und ein bisschen Storage dahinter, wenn man sowas neu einsetzt, neu aufsetzt, dann lohnt sich es wahrscheinlich, sowas zu investieren. Das ist dann von den Kosten her in Ordnung. So, die FCOE-Switches. Es gibt inzwischen ein paar mehr, die das machen. Das waren damals, nur die Brocade und die Ciscos. Inzwischen gibt es mehr.
Ein Teil davon sind nur rebranded. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, welche wie rebranded sind. HP zum Beispiel ist meines Wissens ein Brocade. Die Q-Logic weiß ich nicht, was die machen. Vielleicht machen die es auch selber. Es ist aber so, dass die damals, als wir das entschieden haben zumindest, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber damals, als wir es entschieden haben, war so, dass Cisco vom SAN-Switch her der einzige war, der mit dem Q-Logic-Switch auf unserer SAN-Seite sich so unterhalten konnte, dass er als Switch wieder weitergeht. Wenn ich einen Brocade genommen hätte, der hätte das auch durchgeleitet. Der hätte sich dann aber beim SAN-Switch als ein Fiber-Channel-Gerät angemeldet mit maximal 255 Loons. Das ist blöd, wenn ich einen Virtualisierungsserver machen möchte, weil dann habe ich einfach die Beschränkung auf 255 Loons und das war's dann. Dagegen mit der Cisco-Lösung habe ich das geswitcht und deswegen, das war da tatsächlich der ausschlaggebende Grund, warum wir an dieser Stelle Ciscos gekauft haben. So, ach, das habe ich ja jetzt gerade schon erzählt. Können wir gleich weitergehen. Ja, so sieht er dann aus in Betrieb. So richtig schön verkabelte Switches gibt es ja, glaube ich, nicht. Aber es sind auch gar nicht so wenig Kabel, wenn man sich das so anschaut. Die ersten 20 können sowohl 1 Gig als auch 10 Gig. Da in der Mitte sind ein paar, die können nur 10 Gig. Und hier auf dieser Seite, das ist so ein Einschubmodul, wo 6 so SFPs drin stecken. Das sind Fiber Channel, 8 Gigabit Fiber Channel. Und er hier macht dann mit wahrscheinlich diesem da, weil das ist der 1 Gig, der zu unserem Core-Switch geht, der macht dann dieses Multiplexing der verschiedenen FC-Pakete ins FCOE. Und das geht dann wieder weiter von den ganzen schwarzen Kabeln, beziehungsweise auch das da wahrscheinlich. Müsste auch sowas sein. So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir also einen Switch, dann brauchen wir noch diese Converged Network Adapter. Das haben inzwischen auch alle. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht alle sind, die ich hier aufgeschrieben habe, sondern es gibt inzwischen jeder Netzwerkhersteller und jeder Fiber-Channel-Hersteller macht inzwischen auch die andere Seite. Die müssen das alle, weil sonst sind sie irgendwann out of business. So, kurz ein paar Worte zu den Einzelnen hier. Wir haben hier ein Brocade. Wir mussten entscheiden, welchen Hersteller wollen wir jetzt eigentlich verwenden für unsere Linux-Lösung. Brocade funktioniert. Brocade hat einen gewissen Nachteil, sie haben ihre Treiber adaptiert von Windows-Treibern und das ist ein ungeliebtes Kind bei den Entwicklern. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal erlebt haben, was passiert, wenn ich von einem Entwickler was will, das er machen soll und er mag nicht. Also das ist blöd, weil, ja klar, es können immer Fehler auftreten bei allen. Das dauert dann halt länger. War nicht so die optimale Geschichte. Dann, es gibt sogar ein Cisco, eigene Hardware. Cisco macht tatsächlich eigene Karten. Sie werden sie nie sehen, es sei denn, Sie kaufen sich Cisco Server. Es gibt Cisco Server, tatsächlich. Sie sind auch nicht sehr bekannt. Sie sind eher selten erhältlich und Cisco möchte sich, glaube ich, einfach nicht mit den HPs und Dells und IBMs dieser Welt verderben. Insofern lassen sie denen die Hardware verkaufen und liefern lieber die Netzwerkinfrastruktur. Aber Cisco hat eigentlich auch eigene Hardware. Dann haben wir hier zwei Broadcom Intel. Das ist so eine eigene Klasse für sich. Ich habe mal von Intel einen Vortrag gesehen. Intel hat damals gesagt, man muss dazu wissen, die machen relativ viel in Software. Sie machen auch ein bisschen Hardware-Offloading von FCOE und sowas, aber sie machen relativ viel in Software. Intel hat damals gesagt, sie sind damit viel flexibler und sie können auf Änderungen und sowas viel besser reagieren. Sie sind auch tatsächlich die einzigen, die wirklich in jedem Geschäft verfügbar sind, muss man dazu sagen. So, die bevorzugte Lösung für uns war es jetzt nicht unbedingt. Wir wären gerne gegangen mit Emulex und Qlogic oder Qlogic, um genau zu sein. Wobei Emulex jetzt gerade vor ein paar Wochen oder Monaten, ja, dieses Jahr auf jeden Fall rausgekommen ist mit der letzten Converged Ethernet-Karte. Und Qlogic hat seit mindestens ein Dreivierteljahr diese Karte angekündigt, die uns interessiert hätte. Die letzte Ankündigung war, glaube ich, dass die Karte irgendwann Ende des Jahres dann vielleicht doch auch rauskommt. Na gut, so ist es einfach. Ich kann es nicht ändern.
Wir haben uns also dazu entschieden, wir wollen FCOE machen mit 10 Gigabit Ethernet. Und ja, jetzt noch eine Kleinigkeit dazu, zu dem, was ich ab und zu hier schon gehört habe. Man kann bei Virtualisierungslösungen rein grundsätzlich verschieden seine Disks machen. Ich kann ein NFS machen und kann da Images drauflegen. Ich kann Eiskasse machen, ich kann FC machen. Wir haben am Anfang auch mal NFS gemacht. Wir haben dann auch DRBD gemacht. Und wir sind bei DRBD dann aber schnell dazu übergegangen, dass wir für jede Disk ein eigenes DRBD-Device gemacht haben. Und zwar deswegen, weil ich das relativ gut handeln kann. Wenn ich zum Beispiel bei DRBD in Split, das ist ein kleiner Ausflug, muss ich zugeben, es ist ein Ausflug. Wenn ich bei DRBD in Split Brain habe und beide laufen weiter und dann verbinde ich wieder, dann muss ich das auflösen. Jetzt, wenn manche Server auf der einen Seite laufen, manche auf der anderen, dann haben beide Disks recht, es sei denn, ich habe die getrennt. Wenn ich die Disks getrennt habe, dann kann ich die wieder ordentlich auflösen und die richtig synken. Weil es läuft ja nur eine, einer ist ja nur aktuell. Nur wenn ein Teilbereich von der einen Platte aktuell ist und auf der anderen Platte auch ein Teilbereich aktuell, dann habe ich ein Problem. Okay, so viel zu dem Ausflug. Wir wollten Redundanz haben in sämtlicher Hardware, die wir haben, bis hin dazu, dass wir einfach einen Spare-Server im Prinzip haben, der natürlich mitverwendet wird im Normalbetrieb. Und wir haben uns dann halt einfach als für KVM als Virtualisierungsplattform entschieden. So, dann geht's mal weiter. So ungefähr, leicht vereinfacht, sieht es aus bei uns. Wir haben hier ein Storage, dann haben wir hier SAN-Switches, unser Intranet, da gibt es dann diese beiden Ciscos. Und hier sind die drei, tatsächlich zwei Höheneinheiten, Rechner, mit denen wir das Ding dann implementiert haben. So, diese zwei Nexus-Switches, Cisco Nexus 5010, das sind die kleinsten von Cisco, die das überhaupt können. Die betreiben wir mit LACP. Das gibt hier noch eine besondere Besonderheit. Die nennt sich VPC, glaube ich. Habe ich gar nicht hingeschrieben, wie auch immer. Und zwar, VPC können eigentlich alle, wenn ich auf denselben Switch gehe. Aber hier kann ich das auch so machen, dass ich VPC, Virtual Port Connection, irgendwie sowas, dass ich also Kanal, dass ich bündeln kann. Und zwar diese quasi wie einen Port betrachten kann, über zwei physikalische Switches hinweg. Das heißt, wenn einer ausfällt, dann macht der andere, übernimmt der andere halt komplett. Oder wenn ich Maintenance machen muss, kann ja passieren, dass ich mal ein Betriebssystem updaten muss oder ähnliches, dass ich den einfach neu booten muss, dann übernimmt der andere komplett und ansonsten hat man die doppelte Datenrate zur Verfügung. Das hat schon, macht schon ein bisschen was aus. Dann dieses FC-Multiplexing zu FCOE, das wird, wird durch die Switches gemacht. Diese Switches, wie man es hier auch gerade gesehen hat, sind dann tatsächlich auch so angebunden, dass also jeweils wie habe ich es hier geschrieben? Also genauso wie es da steht, ist es eigentlich auch gemacht. Sun Switches. Genau. Also diese Ciscos sind jeweils zu diesen Sun Switches angebunden. Teilweise sind sie aber noch zu Storages direkt mit angebunden. Auch das funktioniert dann. Umgeht man die Sun Switches nochmal. Wir haben nicht nur die Virtualisierungsserver angebunden, sondern wir haben außerdem einige von unseren Hochlastservern ebenfalls mit angebunden. Weil wir einfach gesagt haben, okay, dadurch können wir einen Engpass von unserem normalen Backbone wegnehmen und das haben wir auf diese Art und Weise gemacht. Die Verkabelung, ich weiß nicht, ob ich später nochmal drin habe, ich dachte fast ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Verkabelung, Molex-Kabel, das sind Kupferkabel mit an den beiden Enden jeweils SFPs dran. Die sind einfach fest verlötet. Fest verlötet heißt aber auch so viel wie, die gibt es in der Länge 3 Meter, 5 Meter, 7 Meter und bis zu 10 Meter. Dann ist Schluss. Damit komme ich, wenn ich Glück habe, zum übernächsten Rack, aber nicht weiter. SFPs. Ein Molex-Kabel, 5 Meter, kostet rund 150 Euro. Größenordnung. Als wir es gekauft haben, inzwischen kann es wieder anders sein, das ist schon ein bisschen her. Als wir es gekauft haben, waren von Cisco die SFPs gelegen bei 750 Euro. Ein SFP. Ein SFP.
Dann brauche ich aber noch ein zweites auf der Seite von der Karte und muss dann das Glasfaserkabel dazwischen machen. Das war der Grund, warum wir doch recht schnell gesagt haben, okay, wenn ich irgendwie 30 Boards belegen möchte, dann macht sich das bemerkbar. Inzwischen sind sie, glaube ich, ein bisschen billiger, aber das ist immer noch deutlich unterschiedlich. Nachteil, was ich selber nie probiert habe, aber was ich im Internet einmal als Bericht gelesen habe, wenn ich mit Molex-Kabeln von Cisco arbeite und verbinde mich zu einer QLogic Fiber Channel Karte, dann habe ich dort Berichte gelesen, dass wenn ich eine ziehe, also wenn ich doppelt anbinde, wenn ich eine ziehe, dann ist die andere langsam. Warum auch immer. Unklar. Es ist auch so bei den Molex-Kabeln, dass dann bei manchen Karten drin steht, es gehen alle bis auf die Variante mit 5 Metern. Man muss hier wirklich genau aufpassen. Man kann nicht einfach sagen, ich brauche jetzt ein Kabel, sondern man muss nachschauen, ist das supported, ist das von den Herstellern so in Ordnung. Sonst könnte es passieren, dass man ein Problem kriegt. So, was haben wir denn? Dann diese Moller Virtualisierungssystem, zwei Höheneinheiten, haben jeweils 48 Cores. Und 256 GB Hauptspeicher, die sind aber nur halb bestückt, die können 512 GB Hauptspeicher, haben redundante Systemfestplatten und inzwischen auch die gewünschten Emulex Converged Network Adapters eingebaut. Unsere ganzen Virtualisierungskonfigurationsdateien sind sowohl auf dem NFS als auch dann nochmal in den Software-Version, damit man ein bisschen Histo-Geschichte davon hat, dass man weiß, wenn sich was ändert. So, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Das ist ein übliches Setup, wie man so Networking in virtualisierten Servern macht. Wir haben hier halt wieder mal ein Bonding über ETH0, ETH1. Da drauf sitzen VLANs, da kommen Bridges und von den Bridges weg kommen dann irgendwelche VMs. Diese Bridge, diese rote hier, wäre jetzt gar nicht verbunden. Da könnte man quasi so ein lokales Netzwerk machen über verschiedene. Das ist aber ja nichts Ungewöhnliches. Host Storage. Jede Disk, die wir einer VM geben, ist ein einzelnes Loon von einer Storage. Das kommt von einer Storage. In diesem Fall haben wir dieses mit der ID da vorne dran und dann ein .hill mit einer irgendwie gearteten ID. Dieses .hill hat zwei Controller, der eine ist active, der andere ist enabled. Und dann haben wir dazwischen noch ein paar Switches, die noch wegen redundant sind, deswegen kommen es insgesamt auf 8 Devices. Das ist aber nur eine Disk, eigentlich. Wenn ich die jetzt ansprechen möchte, dann sieht es so aus. Da habe ich ein Dev Disk by ID und dann halt hier noch einen String. Das ist genau der gleiche, wie man gerade vorher gesehen haben. Und die Gesamtzahl der SCSI-Devices in dem Gerät, ich habe sie mal durchgezählt, LSCSI by BC-L, 599. Da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das wird noch mehr. Dass das jetzt nicht durch 8 teilbar ist, ist kein großes Wunder, weil die ganzen lokalen SCSI-Geräte zählen auch dazu. So, die drei Server zusammen haben dann also 768 GB Hauptspeicher, 144 CPU-Cores, haben jeweils zwei System-Disks, die als RAID 1 aufgesetzt sind, damit, wenn eine ausfällt, dass das an der Stelle nichts macht. Jeder hat eine 2-Port 10 Gigabit Ethernet-Karte drin stecken und wir können laut Planung immer einen abschalten. Wenn ich über dieses Limit wegkomme, werde ich mich weigern, eine VM zu installieren. Das kommt mir nicht darauf. Ist nicht machbar, weil ich kann dann nicht mehr Service machen. Ich muss immer die Möglichkeit haben, eine Maschine auszuschalten. Ob sie kaputt geht oder ob ich nur ein Kernel-Update machen will, das spielt gar keine Rolle. Eine muss immer gehen. So, ich bin eigentlich schnell genug. Außerdem sogar schneller als erwartet. Okay, Probleme, die wir gefunden haben. Wir haben ja zunächst mit Intel angefangen, unser Setup zu machen, weil es ja die anderen noch nicht gab. Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es diesen Generic and Large Receive Offload gibt.
den ich abschalten muss, wenn ich eine Intel Converged Netzwerkkarte betreibe mit FCOE und darüber eine Bridge verwende. Laut Dokumentation von Intel ist es nur dann, dass ich es mache, oder ist es genau dann, wenn ich FCOE verwenden möchte. Das hat aber noch gar nichts ausgemacht. Sobald ich darüber noch eine Bridge verwende, dann wird es plötzlich alles so langsam, dass es nicht mehr funktioniert und oder es geht gleich gar nicht. Das gibt beides. Wenn man das Ganze jetzt austauscht und eine neue Karte reinmacht, die von Emulex kommt, das ist so eine BI3-Karte, so was ganz Neues, und hat dann diesen Generic and Large Receive Offload ausgeschaltet, dann wird plötzlich auch alles langsam. Was zu erwarten ist, weil wozu hat man die Hardware? Man muss das, also man darf das nicht disablen, man muss es dann wieder den Default machen. Dann haben wir noch ein ganz spezielles Problem gehabt. Und zwar ist uns irgendwann einmal eine von diesen Kisten gecrashed. Ich meine, es war noch in der Entwicklungszeit von SLS 11 SP2. Das ist an der Stelle durchaus möglich, dass sowas mal passiert. Was unschön war dabei, war, dass uns teilweise dann Maschinen plötzlich 3 Tage Datenverlust hatten. Und das Ganze kam daher, dass der QEMU für seine Block Devices einen Cache betreiben kann. Und dieser Cache hat offensichtlich verhindert, dass ein richtiger Sync passiert. Und dieser Sync, der ist, ich meine, ja, okay, wenn ich einen Storage habe, das einen Controller hat, das einen eigenen Cache-Speicher hat und das vielleicht sogar einen Schreibcache hat, will ich das sowieso nicht da drin haben. Dann will ich eigentlich sowieso kein Caching nochmal in KVM machen. Aber das ist eins dieser Problemchen, die ein bisschen unschön waren. Dieses hier war dann die Lösung, die uns von unseren KVM-Entwicklern gesagt wurde, dass wir sowieso für diese Art von Setup in jedem Fall Cache gleich anmachen sollten. Dann noch ein zweites Problem. Jetzt sollte man meinen, Cache gleich an macht Cache gleich an. Cache gleich an ist teilweise wirklich Cache gleich an, wenn ich Block Devices verwende. Sobald ich bei NFS bin, ist es schon wieder anders. Und offensichtlich, so ganz sicher bin ich noch nicht, wo es herkommt, die KVM-Jungs upstream übrigens auch noch nicht, wenn ich auf einem NFS, weil damit habe ich auch ursprünglich angefangen, ein Image lege. Und in diesem Image möchte ich dann Root-Device betreiben oder ähnliches. Dann möchte ich irgendwann sagen, jetzt will ich eine Live-Migration machen zum anderen Host. Und dann kam es in doch einer relativ hohen Anzahl von Migrationen vor, dass danach das Block-Device kaputt war. Der hat mir dann das File-System auf Read-Only gestellt und hat gesagt, nö, ich habe hier IO-Errors und Zeugs, Vorsicht, das ist alles nicht in Ordnung. Das scheint im Zusammenhang mit 10 Gigabit Ethernet ein Problem zu sein, das aber meines Wissens noch nicht gefixt ist. Dass ich nicht wüsste, dass das schon jemand repariert hätte. Unschön. Also, ich würde sowieso kein NFS nehmen, weil wenn ich 10 Gigabit Ethernet habe, dann, also ich meine, man kann sich ins Knie schießen, um festzustellen, ob es weh tut, aber man kann es vielleicht auch sein lassen. Okay, SAIOV, noch so ein netter Fall. Intel verspricht, man kann SAIOV. Emulex verspricht es auch. Gulogic verspricht es auch für die kommende Karte, die noch nicht heraus ist. Bei Intel ist es so, Intel kann SAIOV, wenn ich kein FCOE verwende. Wenn ich FCOE verwende, sagen sie zwar, sie könnten das, praktisch ist es aber im Linux-Kernel im Moment so gehandhabt, dass dann, wenn FCOE an ist, SAIOV nicht funktioniert. Muss ich erklären, was SAIOV ist? SAIOV ist Single Root IO Virtualization. Das macht Folgendes. Und zwar kann ich eine Karte virtuell aufteilen in verschiedene Einzel-PCI-Funktionen. Ich habe ursprünglich 2 PCI-Geräte oder auch 4 bei den Emulexen und kann dann sagen, ich möchte jetzt aber nicht nur diese 2 Hauptgeräte, sondern ich möchte von PCI-Sicht aus noch weitere 32, 64 PCI-Funktionen haben, die ich dann dediziert einem Gast geben kann, sodass der Gast direkt auf die Hardware zugreifen kann. Das ist natürlich von der Performance-Sicht her ein Vorteil.
Es ist nicht so ganz einfach zu handhaben, wenn man dann live migrieren möchte. Da gibt es durchaus Lösungen, dass man zum Beispiel sagt, ich mache hier ein physikalisches Device und zusätzlich ein virtuelles von gebridged her und habe dann im Gast drin ein Bonding mit einem bevorzugten Device, dann kann man das gut verwenden und auch sogar live migrieren. Solche Sachen gibt es. Es ist nicht ganz trivial und nicht so richtig gut supported bisher. Aber wenn ich FCOE mache, dann geht es bei Intel einfach nicht. Punkt. Emulex. Emulex hat gesagt, sie können das, sie supporten das. Ich habe leider ein ähnliches Problem. Ich habe es nicht fertiggebracht. Sobald ich SAIOV eingeschalten habe, waren alle SCSI-Geräte weg. Auch nicht schön. Also es an dieser Stelle vielleicht auch noch eine Bemerkung dazu, wo die Hauptprobleme sind mit FCOE. FCOE heißt ja Fiber Channel over Ethernet. Das heißt, dass plötzlich verschiedene Teams in den verschiedenen Firmen zusammenarbeiten müssen. Es müssen die Storage-Jungs zusammenarbeiten mit den Netzwerk-Jungs. Das mussten die bisher nicht. Die kennen sich gar nicht vielleicht. Die wollen auch gar nicht, weil die anderen sind ja schuld. Wieso soll ich mich da anstrengen, wenn die anderen ja eigentlich das verbrechen und ich muss es dann aus... Nein. Und genau diese Problematik ist das, warum das sehr langsam vorwärts geht. Das ist auf der Kartenherstellerseite so, das ist bei den Switch-Herstellern so, das ist aber auch in den Firmen dann so. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie machen hier sowas und dann geht irgendwas schief. Ja, die schieben das alle nur erstmal rum. Wenn ich ein kleines Team habe, die beides machen, habe ich da kein Problem. Deswegen ging es bei uns auch relativ schmerzlos. So, IOMMU. Ja, auch da gibt es Schwierigkeiten. Angeblich muss das BIOS diverse Ressourcen zur Verfügung stellen für IOMMU und dann sind andere Entwickler wieder so, die sagen, nee, das muss es gar nicht, sondern das macht das Betriebssystem. Es ist an dieser Stelle noch sehr viel im Fluss und noch nicht so richtig viel entschieden. Was man in jedem Fall machen kann, ist mit dem Kernel-Parameter PCI ist gleich Realloc, kann ich eine neue Verteilung der Ressourcen machen, die dieses Problem behebt. Ich glaube aber, es muss trotzdem IOMMU angeschaltet sein. Dann noch ein Problem, das ich auch nur auf KVM bisher erlebt habe, auf Xen bisher nicht. Wenn ein System unter hoher Last steht, dann kann es mal passieren, dass es bei der Migration einfach nicht weitergeht. Und das nicht nur mal für 10 Minuten, sondern auch mal für 6, 8 Stunden. Das bleibt dann einfach stehen an der Stelle in der Migration. Also das Image läuft schon weiter, der Server läuft weiter, ich kann mich drauf connecten, ich kann da SSH hinmachen, aber die Migration wird nie fertig. Was man machen kann, ist, man macht ein SSH drauf, macht dann Kill-Stop auf die entsprechenden Prozesse, dann geht die Migration plötzlich und auch ganz flott. Auf der anderen Seite macht man dann ein Kill-Cont und hat das Ding migriert. Hat nichts verloren, es ist bloß ein bisschen sehr viel Aufwand. Da müssen wir noch reinschauen, wie wir das verbessern. Das ist halt so. Okay, dann noch ein paar Hinweise. Ja, für 10 Gigabit Ethernet gibt es neue Kabel. Das sind so Agfa-Kabel. OM3 nennt sich das, glaube ich. Das ist neue Hardware. Wenn ich das in einem Serverraum habe, kann ich das noch verstehen, dass ich da ein neues Patchkabel lege und sowas. Aber wenn ich dann mal in die Jobworks-Verteilung gehe, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Wir haben bei uns festgestellt, dass es für die Entfernungen, die wir haben, sprich mal, keine Ahnung, 200 Meter oder was, ist das kein Problem. Da funktionieren die alten Kabel einfach. Entfernungen gehen im Übrigen ähnlich weit wie bei 1 Gigabit Ethernet. Da gibt es diese Extended Range und die oh, ich weiß gar nicht, wie die letzten heißen, das geht irgendwie 40 Kilometer und 80 Kilometer gibt es hier SFPs, die einfach diese Entfernungen dann überbrücken können. Geht also relativ weit. Die Latenzen waren natürlich trotzdem hoch. Lichtgeschwindigkeit ist nun mal nicht unendlich. Bitte? Echt? Drehen? Wie? Okay. Alles klar. Ja. Devices kann man immer mal nachschauen mit Multipath-LL. Da sieht man dann so eine ganze riesenlange Liste, welche Devices irgendwie wohin gemappt sind. Einen Hinweis, der auch ganz lustig ist, wo wir ein bisschen gebraucht haben, bis wir das rausgekriegt haben, mit diesem Befehl, also sg-inquiry-p0x83 auf ein beliebiges Device, SCSI-Device, sagt mir Vendor-Informationen. Je nachdem,
ob ich einen Vendor habe, der mir mehr sagt oder weniger, kann ich daraus lesen, zum Beispiel einen Identifier, den ich dieser Festplatte auf Storage-Seite gegeben habe. Das ist nicht schlecht, weil wenn ich nämlich irgendwie, keine Ahnung, 200 Disks irgendwie habe, dann ist es gar nicht so einfach, das zuzuordnen. Und das nochmal sicherstellen zu können, ist nicht so schlecht. Ja, was man in jedem Fall machen muss und das wir auch gemacht haben bei uns, wir haben das mit Nagios gemacht, aber in ein Monitoring-System empfehle ich immer, sollte man tun, das ist was ganz Wichtiges. Ja, und dann noch einen Hinweis, was uns auch persönlich das Leben sehr, sehr viel vereinfacht. Wir haben mit SUSE Studio ein sogenanntes First Boot Image gemacht. First Boot Image heißt, dass es ein Image ist, das, wenn es das erste Mal hochgefahren wird, wird die Partitionierung geändert, so dass die Festplatte, die vorhanden ist, ausgenutzt wird. Und da werden die ganzen ersten Konfigurationen, wie das erste Mal SSH ein hochfahren und sowas. Weil wenn ich ein Image einfach ziehe und habe ein SSH vorher laufen gehabt, dann habe ich den ganzen privaten Key überall in demselben Image, bei allen Rechnern. Das möchte ich nicht wissen. Das gibt Leute, die machen sowas. Aber das ist nichts, was irgendjemand tun sollte. Also gerade sowas wie, dass diese Initialisierungsvorgänge beim ersten Booten passieren, das ist was recht Wichtiges eigentlich. Also da, das kann ich empfehlen. Man kann diese SUSE Studios auch so machen, dass man da beliebige Applikationen drauf macht, die dann automatisch gefahren werden. Ich muss da nochmal auch nachschauen. Man kann da bestimmt auch mit Puppet dann irgendwas machen oder so, dass man die dann automatisch sich ins Netz integrieren lässt. Sowas geht bestimmt auch. Aber das habe ich einfach noch nicht gemacht. So, Ergebnis. Wir sind eigentlich schon durch. Das ist doch schön. Wir haben derzeit tatsächlich 40 einzelne virtuelle Maschinen laufen. Man muss jetzt wissen, was haben wir denn für Maschinen? Wir haben Maschinen zwischen, die kleinsten sind 512 MB Hauptspeicher, alle haben 10 GB Festplatte, System, eine CPU, das ist so das Kleinste, was wir haben. Die größte, die ich im Moment im Kopf habe, die hat 32 GB Hauptspeicher, 12 Cores, und doch deutlich einiges an Hauptspeicher, das ist eine Datenbank. Und ich habe die kürzlich mal, vor einiger Zeit, habe ich mal nachgeschaut, habe ich die mal neu booten müssen. Da hatte die über 6 Wochen lang einen Durchschnittswert von 11 CPUs verbraucht. Das ist ganz schön ordentlich. Das ist eine Auslastung, die heftig hoch ist. Im Übrigen, die war vorher auf echter Hardware, mit statt 32 nur 24 GB. Und die Performance ist laut dem Menschen, der die administriert, deutlich verbessert. Deutlich verbessert, obwohl es vorher Hardware war und jetzt virtualisiert. Ja, die Anzahl der Cores, die verwendet werden, liegt je nachdem, was man halt gerade für Tageszeit oder für Lastmoment erwischt, irgendwo zwischen 15 und 25 Cores. Da haben wir noch viel Platz. Das ist bei den meisten Virtualisierungslösungen so. Die Storage Speed wird derzeit nicht beeinträchtigt von FCOE. Die hängt im Moment einfach nur daran, wie schnell ist unser Storage. Also das sind durchaus, keine Ahnung, 130, 150 Megabyte die Sekunde, die wir schon gemessen haben bei Bedarf, wenn es halt dann mal der Fall war, dass man es gebraucht hat. Ja. Ein nächstes Projekt hat schon einen Namen, wir haben schon die Hardware, wir haben nur noch nicht angefangen, es zu konfigurieren. Da gehen wir dann voraussichtlich mal in die Cloud-Welt hinein. Und wenn sich jemand für dieses DRBD-Projekt interessiert, was ich vorhin kurz erwähnt habe, nannte sich Alice und das habe ich vor einiger Zeit mal bei der OpenSUSE-Konferenz vorgestellt. Das ist da irgendwo noch zu finden, aber ich habe jetzt gesagt, der Link war mir einfach zu lang zum Abtippen. Ja, ich hätte jetzt nur noch Fragen und Antworten anzubieten. Wird doch aufgezeichnet. In welchem Kostenrahmen bewegt sich so das Projekt? Also die Kosten muss man natürlich insofern ein bisschen kritisch beleuchten, weil die sich über die Jahre ja verändern. Wir haben die Hardware vor einem guten Jahr angeschafft
Und damals war es so, dass ich bei beiden Projekten, also bei beiden Einzelkomponenten-Switches und Virtualisierungsserver einschließlich Service auf jeweils maximal 50.000 Euro vor Steuern beschränkt war. Und die haben wir auch beide unterschritten, aber nicht viel. Und da ist noch kein Storage dabei. Also Storage ist hier komplett remote, es ist auch völlig Absicht. Storage, wenn ich in einem Server drin habe und der Server geht mir irgendwann einmal, wird zu alt, muss ersetzt werden, dann muss ich anfangen, Festplatten zu schrauben. Das ist ganz fürchterlich, das will kein Mensch. Wir machen inzwischen alles möglichst nur noch in echten externen Storages und wird im Zweifelsfall, wenn die Storage ersetzt wird, dann halt die Storage kopiert. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Also wir machen eigentlich nichts, möglichst nichts mehr mit lokalem Storage, nur noch bei ganz Billiglösungen. Also wo man wirklich irgendwie gesagt kriegt, das ist aber für ein Projekt, das hat überhaupt kein Budget und dort müsst ihr ganz billig, da kann man sich das noch überlegen, aber nichts Ernsthaftes. Wenn Sunlock Probleme gemacht habt, was habt ihr als Alternative hingesetzt? Nix. Handarbeit, aufpassen. Aufpassen. Okay. Ja, dann vielen Dank. Okay, vielen Dank auch. Und eine schöne Heimfahrt noch.